Hallihallo und willkommen zu meinem Craft-Update. Ich zeige euch heute mal, was meine Gäste auf den Weihnachtstisch bekommen. Und zwar kriegen sie einmal das. Das sind diese Fred Ferkel von Katjes. Und da habe ich einen Topper draus gemacht, also so ein Papierdingen. Wo bin ich? Da. Habe mir das in meiner Studio-Software so gemacht, dass ich hier so ein Digi-Stamp mit eingebaut habe. Habe mir diesen Topper auch selbst erstellt, dass er mir hier oben schneidet, den Rest nicht schneidet. Ja. Und hier ist das digitales Papier, das habe ich mir irgendwo aus dem Netz, war so ein Freebie. Und hier habe ich drauf geschrieben, ein Glücksschwein für dich. Und das Ganze kommt dann an so eine Tüte. Und kommt dann mit an die Seite, ja, wo dann auch die Weihnachtskarte liegt. Und die habe ich nachgebastelt von Liebesfuchs. Ich konnte mich dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht entscheiden. Und hier seht ihr schon dieses Perlenband, was ich gekauft habe beim Action. Was man hier mit Kleber ein bisschen fixieren musste, damit die ganzen Perlen nicht runterrutschen. Und ich zeige euch jetzt mal die Karte. Also bei der fünften, die ich dann gemacht habe, lief es da unten auch endlich gut. Ja, das Ganze habe ich so gemacht. Also hier so einen goldenen Elch drauf. Hier Merry Little Christmas to you. Und hier Happy New Year. Kann man jetzt so nicht richtig gut lesen. Kann man gerade so lesen, wenn man es hier so in der Hand hat. Hier habe ich es ein bisschen mit einem schwarzen Stift nachgezeichnet, weil das Embosste nicht ganz so gut rüberkam. Ja. Also da habe ich verschiedene Variationen mitgemacht. Insgesamt 5 Stück. Und die letzte lief dann noch. Also das war die erste, die ich gemacht habe. Da habe ich für alles 285er Karton genommen. Blöde Idee. Sehr blöde Idee. Ich meine, inzwischen geht es schon ein bisschen leichter. Ich musste auch ein paar Mal nachkleben. Aber besser ist, ihr nehmt vielleicht für die Außen, könnt ihr stärkeres Papier nehmen. Für die Inneren eher so Dekopapier. Ja, die habe ich relativ gleich gehalten, alle. Mache ich eigentlich immer, dass sie alle die gleiche Karte bekommen. Wenn die Family morgen kommt, also am 25. Ja, ist ein bisschen was anderes. Ja. Was ich demnächst noch mache, oder was eigentlich noch mit auf den Tisch sollte. Aber die muss ich noch ausschneiden. Also so sieht es aus, wenn ich mit meiner Silhouette arbeite. Print and Cut. Da kann ich mir das in meiner Software so machen. Und der erkennt es dann durch diese Passermarken und schneidet mir das dann. Also es ist dann so ein Schwein, was geschnitten wird. Und hier die Arme, die kommen dann hier so drum. Und dann kann man hier in die Arme, weil das ist ja alles ausgeschnitten, was reinstecken. Und das kommt noch hier mit dazu mit einer Wunderkerze. Das zeige ich euch dann aber vielleicht beim nächsten Mal, ja, zwischen den Jahren oder so. Mal gucken. So, jetzt hätte ich euch beinahe was unterschlagen. Und zwar meine Dessertgläser. Ich mache einen Lebkuchen-Tiramisu. Das habe ich im Netz gefunden. Und es klang sehr gut und das kann man gut in diesen Gläsern schichten. Die habe ich mir beim Woolworths gekauft für, glaube ich, 60 Cent das Stück. Und habe mir mit dem Plotter wieder Dateien genommen. Das ist wieder von Kleine Göring Design aus diesem Rentier im Sack. Habe mir Eimer von Herzen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennt. Vielleicht sollte ich was Weißes reinmachen. Wartet mal kurz. Jetzt sieht man es genau. Da habe ich so einen Ausdruck gemacht mit Vinyl von Herzen. Habe dann noch so einen Vinylbaum und hier noch so ein kleines goldenes Reh genommen. Ja, davon habe ich 10 Stück. So viele Gäste, wie wir sind. Und das werde ich heute noch fertig machen, das Lebkuchen-Tiramisu. Heute ist der 24. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video online stelle. Und ja, dann kommt das morgen als Dessert auf den Tisch. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und wenn die wollen,
Können die sich am Ende ja auch das Glas mitnehmen. Mal gucken. Finde ich eine schöne Idee. Ja. Das war es jetzt aber mit dem Craft Update. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. War es dann von mir und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich hoffe, ich schaffe dieses Video noch hochzuladen. Ansonsten, ja, was man sich sonst so wünscht. Bis dann, tschüss.